Für Alklinikes Tolgay Ciaci reicht es erstmal noch nicht für die Startelf. Beim Berlin-Rückkehrer mangelt es noch etwas an der Fitness. Sein Trainer Carsten Heine hat Klaus-Dieter Wollitz und Energie Cottbus die Favoritenrolle auf den Titel zugesprochen. Die Gäste im Vergleich zur DFB-Pokal-Niederlage gegen Werder Bremen mit zwei Veränderungen. Unter anderem Torschütze Heike Neu dabei für den verletzten Hottmann. Vor 860 Zuschauern erwischt die VSG in Weiß-Blau den besseren Start. Breitkreuz für Bremer. Sein Schuss noch abgefälscht, die erste Gelegenheit. Und die Gastgeber machen weiter. Häusler, Fontaine und Breitkreuz. Patrick Breitkreuz gut herausgespielt, Sebald aber noch dazwischen. Cottbus hat die letzten beiden Spiele gegen die VSG jeweils mit 0:3 verloren. Daher ist die Motivation heute besonders hoch. Kujovic, toller Ball auf Geisler. Riesenchance für die Lausitzer, doch Bädke kann den Ball noch gut parieren, weil Zeiger den Ball abfälscht. Alt-Klinike spielt jetzt mehr Chancen heraus. Mensa, guter Schuss, abgeblockt. Apia, im Nachsetzen hat Sebald den Ball dann sicher. Allerdings nur 20 Sekunden später. Die VSG mit dem schnellen Apia und viel Platz auf der rechten Seite. Das Auge für Breitkreuz. Die Gastgeber belohnen sich nach 31 Minuten das 1:0. Apia, der Neuzugang aus Greifswald, mit der perfekten Vorlage für den Mittelstürmer. Alt-Klinike jetzt dominant mit klarem Chancenplus. Breitkreuz auf Mensa, völlig freistehend. Hildebrand verhindert Schlimmeres. Cottbus reißt sich nochmal zusammen, kämpft um den Ausgleich. Heikes Ball geht ins Tor, doch das Schiedsrichtergespann um Tim Konert entscheidet auf Abseits. So bleibt es beim Halbzeitstand von 1:0. Auch deswegen reagiert Wollitz, bringt Juckel für Geisler in die Partie. Und der Wechsel fruchtet. Heike legt ab für Juckel. Sofort fordert der neue Mann Keeper Bädke. Der FC Energie bleibt jetzt dran. Belegu, fataler Fehler. Milde. Nicht gerade besser, aber Juckel, passt auf, schnappt sich den Ball. Und wieder Heike. Tim Heike, er hat im Pokal gegen Werder getroffen, ärgert sich, denn diese Chance muss er besser nutzen. Auf der anderen Seite. Ein Klinikes Top-Transfer. Ciaci inzwischen eingewechselt mit dem Eckball. Der findet Breitkreuz und Büch. Doch Hasse stellt sich dem Volley des 26-Jährigen in den Weg. Die Lausitzer drängen auf den Ausgleichstreffer mit Kapitän Borgmann. Abu Alfa! Doch Tim Häusler, Alt-Klinikes Verteidiger, mit einer sensationellen Rettungstat. Wir sind schon in der Nachspielzeit. Nochmal die Gastgeber. Shoshi, gutes Auge für Ciaci. Tolgay Ciaci. Und da macht das Tor. 93. Minute die Entscheidung. Viele zählen Alt-Klinike nach seinem Wechsel zu den Geheimfavoriten auf den Titel. Aufgrund genau solcher Treffer kann er so wichtig werden für die Mannschaft von Carsten Heine. Und dann ist Schluss. Die VSG Alt-Klinike gewinnt mit 2:0 gegen Energie Cottbus. Die Lausitzer vergeben zu viele Chancen und starten deshalb nach dem Pokalaus auch mit einer Niederlage in die neue Regionalliga-Saison.